sprechen, okay? Aber es klappt ohnehin nicht, also lassen wir es doch besser. Ryan, kann ich die Bananen da hinten essen? Ja klar, das sind die neuen fetthaltigen Bananen aus Ecuador. Ryan, darf ich dich daran erinnern? Fernsehen am Morgen ist nur der erste Schritt der Versager-Abwärtsspirale, zu der dein ganzes Leben gerade wird. Arschloch! Ryan, wir haben eine Serverwartung gemacht und dabei Dateien entdeckt, die du geschrieben hast. Das sind meine persönlichen Dateien. Los geht's mit der Gedichtesammlung. Letzte Nacht sprang ich von Lions Gate Bridge und ertrank. Aber am nächsten Morgen war ich wieder am Leben, kraulte zurück zum Ufer und dann ins Büro und war wieder im Job. Wieder und wieder und wieder. Und weiter geht's. Großartig. Letzte Nacht schoss ich mir in den Kopf. Aber am nächsten Morgen war ich wieder am Leben und berappelte mich und fand mich wieder am Schreibtisch meines Arbeitsplatzes. Wieder und wieder und wieder. Sie haben das System geknackt, um meine Privatsachen zu lesen? Nicht mal ich lese alles. Firmeneigentum, Ryan. Lass mich raten. Du bist nicht glücklich hier. Nein, Linda, es ist nicht das hier, was ich nicht mag. Es ist das, was wir tun. Und was tun wir denn, Ryan? Im Prinzip nichts. Wir schieben Elektronen rum mit einem Schalter. Nun, im Prinzip, Ryan, möchten wir dich freistellen. Und wenn du willst, zahlen wir dir eine Therapie. Und wenn sie sagen, alles ist okidoki, kannst du wiederkommen. Was? Therapie? Sie? Ist das Ihr Ernst? Hallo? Komm heim, jetzt! Mom, warum? Was ist los? Nichts ist los, es ist nur so, dass... Wir haben im Lotto gewonnen! 4,3 Millionen Dollar ohne Abzüge steuerfrei! Der Schein, der muss hier irgendwo... Warte, was ruft Dad da? Er hat den Schein verloren. Vielleicht haben wir gar nicht gewonnen. Weil er... Oh, Ryan, jetzt komm einfach nach Hause und hilf uns aus der Patsche! Oh, hey. Für dich. Packe ein, was du willst. Ich werde nichts mehr davon brauchen.
Ach, den Ball nehme ich mit. Mom. Dad? Dad, kannst du mir das alles hier mal bitte erklären? 4,3 Millionen Dollar. Ich habe alles gemacht, wie immer. Ich habe meine Zahlen ganz einfach aufgeschrieben und dann das Los sicherheitshalber versteckt. Dann was? Um ungefähr 10 Uhr heute Morgen saß ich hier und habe die Zahlen in der Zeitung gelesen. Warum warst du um 10 Uhr hier? Also weißt du, ich wurde gefeuert letzte Woche. Gefeuert? Warum hast du dich nicht gemeldet? Das war ein verdammter Drecksjob. Gut, dass ich da raus bin. Wo ist der blöde Zettel? Ryan, hilf uns bitte suchen. Du bist ja eine große Hilfe, Ryan. Hey, Kevin, ich helfe so. Ich denke... Jetzt mach hier nicht einen auf Möchtegern-Denker. Setz deinen Arsch in Bewegung und streng dein Hirn an. Mr. Wonka, ich hätte gerne Tour durch Ihre Schokoladenfabrik. Super, Ryan! Geld für alle! 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 Was meinen Sie damit, das sind nicht die Gewinnzahlen? Das kann schon mal vorkommen. Sind Sie sicher, dass Sie das richtige Datum haben? Ja, da bin ich sicher. Okay, Ryan, lesen Sie mir die Nummern nochmal vor. 3, 8, 12, 13, 43, 50 und die Zusatzzahl ist 27. Das ist nicht das Gewinnerlos. Tut mir sehr leid, Ryan. Was ist das? Oh, Mist. Was meinst du mit... Oh, Mist! Das sind meine Losnummern. Ich habe sie notiert, als ich die Auslosung sah. Dann habe ich sie heute Morgen in der Zeitung gesehen. Ich glaube, ich war verwirrt.
Ryan? Das war ein Missverständnis, Alan. Oh, das tut mir sehr leid. Ist trotzdem alles okay? Ja, ich denke, ja. Echt ein bescheuerter Tag, Mann. Ich wurde gefeuert, meine Freundin ist weg und... Und nun das. Den Job verloren? Was für ein... Ich war technischer Schreiber. Oh, Sie sind Autor, wirklich? Nicht wirklich, ich... Wie alt sind Sie? 29. Und haben Sie irgendwelche, naja, Drogenprobleme? Wovon reden Sie bitte? Nein. Hätten Sie dann vielleicht Lust, bei uns anzufangen? Die Adresse steht auf dem Los. Das stimmt. Vorstellungsgespräch 10 Uhr, Donnerstagmorgen. Bitte pünktlich. Tut mir leid, Dad. Was soll ich sagen? Alle Aliens, es tut mir so leid. Das war wirklich ein blödes Versehen. Aber Kevin, bitte rede nicht so mit deinem Vater. Wie konntest du das verwechseln? Ich glaube, du brauchst eine Brille. Zu schlimm gewesen, um gut zu sein. Ich kann mein Dad sagt, du bist ein Loser. Damit alles hätten machen können, damit wären wir viele Sorgen los. Vielleicht hat er recht. Für mich bist du kein Loser. Danke. Was willst du werden, wenn du groß bist, Wendy? Ich heirate reich. Na, Bruder? Hat Heather dich abserviert? Woher weißt du das? Das war erst heute Morgen. Rory vertickt Anabolika bei mir im Studio. Er hat dich letzte Woche in den Containern gesehen. Und du hast mir nichts gesagt? Dein liebes Leben geht mich nichts an. Ich bin ein Loser. Mann, mach dir keine Sorgen. Die 20er nerven. Der schlimmste Abschnitt deines Lebens. Du fühlst dich allein. Und dein Schädel brummt wie aufgepumpt. Und du hast keinen Plan, was abgeht, Mann. Wir haben keinen Schimmer, wie wir den Scheiß beschreiben sollen. Also fühlst du dich wie ein Idiot. Und Loser. Und weil die anderen bildschön sind, denkst du, die müssen ein grandioses Leben haben. Aber die Fakten sind anders, Mann. Die sind genauso allein, ängstlich und gefrustet wie du, Alter. Es ist nicht nur das, Spike. Erst denkst du, du hast endlich einen echt coolen Freundeskreis gefunden. Dann haben sie aber auf einmal alle Spitzenjobs, sind verheiratet, haben Kinder und verschwinden aus deinem Leben. Und deine Welt kommt dir vor wie aus einem alten Science-Fiction-Film. Charlton Heston, ne? Keine Menschen. Der Omega-Mann? Ja, so als ob jeder vorankommt. Aber du bleibst auf der Strecke und fühlst dich komplett allein in dieser großen Stadt. Tja, aber vielleicht hast du morgen einen neuen Job. Vielleicht holst du sie alle ein. Mann, wie deprimierend ist das. Dein Leben in ein paar Kartons. Wo liegt dein Problem? Ich hab dir diese geniale neue Bleibe organisiert. Du wirst es lieben. Jede Wohnung ist mit Glasfaserkabeln und Badewanne ausgestattet. Und es gibt einen Gemeinschaftsbereich für Billard und Squash. Siehst du? Ich zeig dem Problem einfach mein Geld und schon sind sie weg. Mhm. Du hast den ganzen 25. Stock für dich. Wow. Im Prinzip hast du das ganze Haus für dich allein. Ganz allein? Ja. Alle Gebäude hier sind durchsichtig. Sie gehören Leuten aus Hongkong, aber sie kommen nie her. Seit der Zusammenschluss mit China so gut verlief, sind sie ausgestiegen. Die meisten Apartments haben keine Möbel und nicht einmal Glühbirnen. Zum Verkaufen ein Albtraum für mich. Hm. Ach, übrigens, ich hätte dich auch gerne als eine Art Hausmeister hier. Aber das ist einfach, denn, naja, niemand lebt hier. Okay. Sie haben einen Wasserschaden. Dann kaufen Sie. Mit Cardigan erhalten Sie eine lebenslange Garantie.
Garantie. Freuen Sie sich auf Ihre trockene Wohnung. Greifen Sie jetzt zu und wählen Sie das beste Produkt am Markt. Nur solange der Vorrat reicht. Heute Verwicklungen in Quebec. Lokalnachrichten. Ein großer Wal ist am English Bay zwischen Denman Street und Second Beach gestrandet. UBC Marinebiologen sorgten dafür, dass der schätzungsweise 6 Tonnen schwere Kadaver an die Küste geschafft wurde, wo er auf natürlichem Wege verwesen kann. Weitere Nachrichten. Bild ruiniert? Nein, kein Problem. Das ist eine Digitalkamera, die macht bis zu 1000 Bilder oder so. Okay. Was hältst du von einem Bild zusammen mit dir und dem Wal? Okay, ja klar. Weißt du das mit dem Wal auch aus dem Radio? Ja, ich habe vorher noch nie einen gesehen. Hier. Du siehst toll aus. Ja. Sieh mal all die Leute. Trotz des ganzen Schlafs. Was meinst du, warum die alle hier sind? Aus dem gleichen Grund wie wir, denke ich. Und der wäre? Ich denke, sie wollen etwas sehen, das beweist, dass das Leben viel mehr bereithält, als wir uns vorstellen können. Und dass da mehr ist neben der alltäglichen Welt als Fotokopierer, Raumerfrischer und shoppen gehen. Und dass so etwas Unglaubliches einfach aus heiterem Himmel passieren kann. Was denkst du, ist mit ihm passiert? Er sieht so traurig aus. Als ob er mal zu einer Familie gehörte. Und irgendwie verstoßen wurde. Gott. Hoffentlich war es keine Umweltverschmutzung. Das Meer hier sollte sauber sein. Bist du Fotograf? Nicht wirklich. Ich mach nur gerne Bilder. Und du? Naja, ich bin Setdresserin für die Filme hier in Vancouver. Cool. Kabelfernsehen und die Filme der Woche. Meine Spezialität ist die Umgestaltung Vancouver, sodass es aussieht wie eine amerikanische Stadt. Nicht schlecht. Mein Freund macht Alarm. Cooler Wagen. Was macht er beruflich? Ist er Astronaut?
Nein, Bryce gestaltet Golfplätze. Ich wusste nicht, dass es Leute gibt, die Golfplätze gestalten. Aber einer muss es ja tun. Wie heißt du? Ryan. Ming. Bis dann. Bis dann. Oh nein, ich muss los. Hi, ich bin Ryan. Alan hat mich eingeladen. Ich bin der Autor. Alan? Herr Superautor ist hier. Du bist engagiert. Wirklich? Absolut, Ryan. Einfach so. Du hast ein gutes Feng Shui. Ich dachte, nur Gebäude hätten Feng Shui. Ryan, hast du jemals einen getroffen, der wirklich wusste, was Feng Shui wirklich ist? Nicht wirklich. Und nur du bist hier aufgekreuzt für den Job. Also, Winners Magazine liegt umsonst an einem Großteil der Supermarktkassen aus. Die Leute bekommen damit einen kleinen, spannenden Einblick ins Leben der wenigen, wirklich Glücklichen. Es gibt tatsächlich Leute, die das hier schreiben? In deinem Job hast du zwei Aufgaben. Nummer eins ist das Interviewen von Leuten, die gerade gewonnen haben. Das kann etwas unangenehm sein für dich, denn die haben gewonnen und, naja, du nicht. Ah, bist du Fotograf? Naja. Oh, das ist toll. Weißt du was? Jeder freut sich über Bilder von Gewinnern. Deine zweite Aufgabe wäre, du müsstest dich für den Mandarinsprachkurs anmelden. Oh. Ja. Weißt du, manchmal sitzt du auch an der Gewinner-Hotline. Und da gehen eine Menge Telefonate auf Mandarin ein. Hey, Mandarin, die Sprache von morgen. Die Luftnummern sind korrekt, Sir. Gangxi, Gangxi, Sie bekommen $2,500. $2,500. Richtig, Sir. Gangxi. Also, rechtlich gesehen müssen wir die Gewinner öffentlich nennen. Namen und Fotos müssen gezeigt werden. Und warum? Na, weil wir uns sonst einfach Namen der Gewinner ausdenken könnten. Und was ist dann mit den Preisen? Wow. Oh, ja, Ryan, wow. Weißt du, für viele Menschen ist der Traum vom Gewinnen das Einzige, was sie durch die Woche bringt. Das sind die Leute, die ihre Lose kaufen, sobald die letzte Ziehung durch ist, um ihren Traum noch etwas länger zu leben. An der Nordküste, Familie Korn. $160,000. Und, wie fühlt es sich an zu gewinnen? Sie wissen nicht, wie gut sich das anfühlt. Nein, ich, glaub nicht. Entschuldigung. Gestern war mein Leben noch so durchschnittlich und banal.
Und heute ist es wie ein mystisches Erlebnis. Es ist so. Unser Leben ist irgendwie besser und reicher. Das liegt aber nicht am Geld. Es fühlt sich an, als wären wir die Auserwählten. Wir fühlen uns wie echte Gewinner. Okay, und cheese. Cheese. Ich faste diese Woche. Willst du mitmachen? Zitrusfrüchte und Cayennepfeffer kannst du essen. Klar, kann ich dir vorher etwas zeigen? Sicher. Ich habe diese Grafik hier erstellt. Diese Grafik ist von dir? Das ist ja eine Tortengrafik. Ich kenne niemanden, der Tortengrafiken erstellt. Und ich meine niemanden. Niemanden? Genau. Okay, also die meisten Leute wählen ihre Lottozahlen nach Familiengeburtstagen aus. Ja. Das bedeutet eine übermäßige Menge an Zahlen zwischen 1 und 31, was wiederum heißt, dass die Zahlen 32 bis 51 nicht so oft vorkommen. Dafür gibt es keine Beweise, aber ich weiß, was du meinst. Ich brauche keine Beweise, ich bin da schon weiter. Also, wenn die Gewinnerzahlen auf der höheren Spannungsseite alle über 31 sind, gewinnt der Gewinner alles alleine und muss es nicht teilen. Aber wenn die Gewinnerzahlen auf der niedrigen Seite sind, müssen die Gewinner alles teilen, weil diese Zahlen öfter genommen werden. Ja. Richtig? Mhm. Gut. Meine Theorie wäre bewiesen. Was sagt deine Theorie denn? Nur die richtigen und eingefleischten Lottospieler entscheiden sich für die höhere Seite. Sie wollen gewinnen und sie wollen alles für sich haben. Sie wollen den Gewinn nicht teilen mit all diesen Geburtstagskindern. Entschuldige, ein Mann muss sich eine Träne von der Wange wischen. Ryan, du beeindruckst mich. Wirklich? Oh ja. Geburtstagskinder, das ist einfach gut. Hallo, Dad. Hallo, Ryan. Was sind das für Kartons? Wie wär's? $10,000 pro Monat zu verdienen, indem du Qualitätsprodukte verkaufst, die jeder braucht. Du machst bei einem Aloe Vera Betrug mit? Nein, das ist kein Betrug, Ryan. Das sind gute Produkte, die wirklich helfen. Hier. Dad,
Gott, habe ich Halluzinationen? Schaut sie mal, Ryans Kopfhaut. Wenn die nicht entzündet ist, bin ich nicht mehr Verkäufer des Monats. Dad, lass meinen Kopf in Ruhe, ich kümmere mich darum schon. Wenn du gleich am Anfang einsteigst, gibt es keine Grenzen, wie viel Geld du machen kannst. Dad, ich verkaufe keine Aloe Vera Produkte. Außerdem habe ich wieder einen richtigen Job, habe ich das erzählt? Du meinst, das ist keine richtige Arbeit? Nein, ist es nicht, Dad. Es ist nur eben so... Ryan, kannst du mir eben in der Küche behilflich sein? Klar. Ryan, dein Vater macht mich kirre jetzt, wo er die ganze Zeit zu Hause ist. Männer in seinem Alter sollten keine Freizeit haben, das macht einem nur Ärger. Wie lange ist er schon arbeitslos? 10 Minuten, Das ist Mann? Nicht der Punkt. Er provoziert mich und läuft mir hinterher, als ob ich seine Ziehmutter wäre oder so. Er ist wie ein Cockerspaniel. Ich habe ihm klar gesagt, ich mache ihm kein Essen und er kann nicht mit zum Einkaufen kommen. Ein paar Grundregeln müssen sein. Ryan, hast du den Reifendruck geprüft bei dir? Das sieht nicht gut aus. Dad, ich bin 29. Du musst dich nicht um einen Reifendruck kümmern. Oh, verzeih mir, dass ich so ein nichtsnutziger Versager bin. Dad, das habe ich doch nicht so gemeint. Oh, nein. Diese Woche. Bitte machen Sie Ihre Hausaufgaben. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Für karriereförderndes Mandarin. Die Sprache von morgen. Hey! Hey. Hi. Ryan, richtig? Ja. Schießt du immer noch Bilder? Ja. Ist dein Freund auch hier im Kurs? Mandarin? Genau. Ja, er macht das als Bonus für seine Geschäfte. Ich habe Granny mitgebracht, weil ich dachte, das könnte sie beeindrucken. Granny Chow, das ist Ryan. Ja, schaut halt, hi. Warum macht sie das? Auf deinem Football-Shirt ist eine 44. Du könntest doch gleich eins tragen mit Tod. Was soll ich denn sonst tragen? Wie wär's mit einer 88 auf dem Shirt? Bombastisch reich. Mein 88-Shirt ist in der Reinigung. Ming, ich bemühe mich, aber deine Granny ist... Wer bist du? Entschuldigung, ich bin... Das ist Ryan. Ryan. Er war auch bei dem Ball. Hi. Übrigens, ich gebe meine erste Einweihungsparty. Ich will damit mein neu gefundenes Glück feiern. Danke, aber danke, wir... Ryan, wir kommen gern. Wofür war das wieder? Wow, wer sind all diese Menschen? Du hast gesagt, lad jeden ein. Hey, wer ist das Mädchen auf dem Foto? Ich habe sie getroffen und fand sie sehr hübsch. Irgendwie besonders. Aber sie hat einen Freund. Ja. Woher weißt du das? Weil sie zusammen mit ihm da ist. Hi.
sollen das hier? Eine tolle Party, Schatz. Aber das Gebäude wirkt etwas minimalistisch und blass. Oh, hi. Mensch, die ist in dieser Show. Welche Show? Oh Mann, die Show mit den Highschool-Mädchen. Praktisch jede Show. Na, irgendeine. Gleich fällt's mir ein. Sowas kann ich dir auch besorgen. Kein Problem. Ich muss was trinken und du? Nein, danke. Ganz nette Bleibe hast du hier. Danke, ist nicht meine. Ich bin so eine Art Hausmeister des Gebäudes. Ah, also profitierst du anscheinend von anderer Leute Besitz? Wie bitte? Komm mal kurz mit. Also sag mir, Ricky? Ryan. Erzähl, Ryan, was hältst du von dem Ausblick? Er ist traumhaft. Findest du es nicht traumhaft? Nein, Ryan, ich finde es nicht traumhaft. Okay. Wie siehst du es dann? Naja, ich sehe all diese Wohnungen da draußen. Und in jeder von ihnen wohnen Menschen, die etwas haben, was ich will. Oder die Menschen wollen etwas von mir. Und jeder Einzelne würde alles dafür tun, um alles von mir zu kriegen. Und ich tue alles, um ihnen den Weg abzuschneiden. Präventiver Darwinismus. Okay, was ist mit den Bergen? Dahin hauen die Leute ab und verstecken sich vor mir. Und du glaubst diesen Mist? Das ist kein Mist, Ryan. Daran glaube ich. Und Ming glaubt auch daran. Du glaubst es nicht, aber so ist es. Sie steht auf diese tiefgründigen Finde-dich-selbst-Lügen, aber das ist völliger Quatsch. Sie steht zu mir, weil sie weiß, ich habe letztendlich recht. Hey! Was habt ihr denn vor? Ach, wir genießen den Blick, der ist... Wow! Ja. Yeah. Oh, Mann. Du machst mal wieder auf Macho, was? Tut mir leid, Ryan. Mach jetzt keine Szene, bitte. Das ist alles total easy. Hey, ich hab gehört, Spike macht tonnenweise Kohle mit Milchbetrügerei. Der Kapitalismus lebt weiter, sogar in euch, ihr faulen Hunde. Okay.
nein, die werden höchstens... Nette Wohnung. Danke. Sie ist eigentlich nicht meine. Mein hey, Bruder. Was machst du denn? Wer hätte das gedacht, Spike? Jetzt gehörst du auch zum Mittelstand. Mittelstand? Na komm, du siehst mich und denkst an Minivans, Partnertausch, Schäferhunde? Ich mach nur, was ich tun muss. Nein, Spike. Zum Mittelstand zu gehören ist fast wie ein Kompliment. Er ist vom Aussterben bedroht. Er ist ehrlich dein Unternehmergeist. Unternehmergeist? Oh Mann. Ich finde, diese Entwicklung ist erstaunlich. Was? Spike, tut mir leid. Deine Molkerei ist doch toll. Du hast einen richtigen Job, den du machst. Du hast den Sieger in dir erweckt oder die Angst in dir bezwungen oder was auch immer. Weißt du, du bist einer der wenigen Firmeninhaber, die ich kenne. Ehrlich. Junge Ryan, halt die Klappe. Das nenne ich Entwicklung. Ich bin einer von Vancouvers größten Franchisern für den Marihuana-Anbau. Was sagst du? Findest du immer noch, ich bin Mittelstand? Alter, die Molkerei ist das Alibi für meine Stromrechnung. Dieses Zeug vernichtet Geld. Warum hast du mir das nicht vorher erzählt? Das ist groß, Mann. Das muss man erst mal verstehen. Und jetzt sieht's so aus, dass du es wissen solltest. Naja, ich muss sagen, das hier sieht für mich irgendwie mehr wie dein Ding aus. Danke. Ich hab Franchiser in 25 Kellern überall in der Stadt. Die Pflanze hier ist eine weibliche Monsterpflanze. Queen. Eine Pflanze bringt 4 Pfund, das macht im Massenverkauf $10,000. 20 Pflanzen bringen 200 Kilo. Bestens zum Rauchen in Nordamerika, mein Freund. Technische Dinge können kaputt gehen. Pflanzen sind ewig. Tja, du bist zudem der Chef deiner eigenen Welt. Das ist die Fahrgemeinschaftsstory. Die Bilder liegen als Layouts bei. Großartig. Das ist einfach großartig. Bei diesem Tempo wirst du schneller zum Junior-Redakteur, als du gucken kannst. Und innerhalb der nächsten 2 Jahre wirst du Suri in das Job übernehmen. Und in 10 Jahren könntest du leitender Redakteur werden. Und dann machst du mir wohl meinen Job streitig. Aber jetzt mal im Ernst, ich habe 20 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Ich glaube, du schaffst es in 15. Sieht nicht sehr gut aus. Ich weiß. Komm mit, Ming, wir gehen jetzt. Die Kunden sitzen mir im Nacken.
Du bist also Golfplatzgestalter. Woher weiß er, was ich beruflich mache? Sei nicht so paranoid. Er sah deine Korvette am Strand. Er fragte, ob du Astronaut bist. Sehr richtig, Klugscheißer. Ich bin Astronaut. Und was machst du Besonderes? Nichts. Ich arbeite für ein kleines Lotteriebüro. Was machst du da genau? Lass uns gehen, Bryce. Ich mache Interviews fürs Winners Magazine. Ist eigentlich ein Scheißjob. Ist das nicht ganz interessant? Nicht so spannend wie Raumfahrt. Wir zwei sollten mal golfen gehen. Ich? Nein, ich war noch niemals golfen, noch niemals. Ja, Ryan ist kein Golfer. Das macht überhaupt nichts. Hallo, Ryan. Ryan, hi. Was zum Teufel? Spiel nicht den Moralapostel. Moralapostel? Dad, ihr baut Dope hier unten im Keller an. Dafür kommt ihr in den Knast. Sei nicht so melodramatisch. Wir bauen hier mit die feinsten Knospen im pazifischen Nordwesten an. Bitte? Was willst du denn sonst dazu sagen? Ich sag dazu gar nichts, Dad. Das ist Winona. Sie ist unsere Mutterpflanze. All diese Pflanzen sind Klone von Winonas Blättern. Wir Menschen haben Blut. Winona hat THC. Sie ist der wahre Champion. Meine Eltern bauen Dope im Keller an. Wunderbar. Warum wiederholst du dich? Weiß Kevin Bescheid? Nein. Und wir wollen auch keinen Schnüffler. Ich verpfeif euch schon nicht. Hat Spike euch da reingezogen? Ja. Er hat einen sicheren Businessplan. All die Klone von Winona bringen um die 10.000 pro Stück. Vergiss Aloe-Produkte. Und das ist nicht der Straßenpreis, Schatz, sondern der Massenpreis. Der Massenpreis, ja. Okay. Spike bekommt 50% brutto und wir kriegen die andere Hälfte. Rechne mal nach, Sohn. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen und alle paar Wochen trifft er seine Auslese. Seine was? Ryan, komm doch mal her und sieh dir die prachtvollen Knospen von der hier an. Ihr Name ist Angelina. Dein Dad hat den 28,5% THC-Richtwert gebrochen in dieser Woche. Das ist ein Rekord. Er ist wie der Michelangelo des Dopes. Spike, bitte, Spike, das sind meine Eltern, okay? Das sind meine Eltern. Warum wiederholst du dich? Er verdient viel mehr als in diesem lebensermüdenden Durchschnittsjob und er ist glücklich. Ist ja wohl besser, als 25 Jahre den gleichen banalen Mist zu machen für einen Hungerlohn und nicht mal richtig befördert zu werden, oder? Ich weiß nicht so ganz, warum ich angerufen habe.
Bryce, ich habe keinen blassen Schimmer von Golf. Du hast angerufen, weil du deine Chancen gewittert hast. Tja, du bist viel zu streng mit dir. Aha. Ich bin wahrscheinlich öfter auf dem Golfplatz als du, aber Fakt ist, bei der Planung hatte eigentlich niemand einen Golfplatz im Sinn. Also, was soll das hier mit dem Golfplatz? Nehmen wir an, es gibt eine Gruppe japanischer Unternehmer. Yakuza, Mafia. Und sagen wir mal, diese japanischen Unternehmer sind es leid, für ihr hart erarbeitetes Geld viel zu hohe Gebühren zu zahlen. Und deshalb eröffnen sie einen abgelegenen Golfplatz als Abschreibungs- und Reinigungsobjekt. Meine Güte, macht heutzutage eigentlich irgendwer etwas Ehrliches? Was meinst du? Überall gibt's Betrügereien oder es werden Dinge entwickelt, die niemand wirklich braucht, um sie Leuten zu verticken, die zu blöd sind, das zu kapieren. Warum zählt es nicht mehr, einfach ehrlich zu sein? Warum sind wir nicht damit zufrieden, zum Mittelstand zu gehören? Mittelstand? Netter Gedanke, aber nicht machbar. Es sei denn, man nimmt Bilder des Mittelstandes, um den Leuten, die noch immer denken, dass es einen Mittelstand gibt, Sachen anzudrehen. Aber das sind alles nur Bilder. Außerdem überleg mal diese Randbezirke, wo wir aufgewachsen sind. Wir haben Straßenhockey gespielt, zu Hause gab's Essen nach der Vier-Gruppen-Nahrungspyramide, aber die Eltern hatten ständig Streit und hatten Swinger-Partys und die Kinder wurden drogensüchtig, hingen nur noch vor der Playstation und nie wurde mal über etwas wirklich Wichtiges gesprochen. Also ich vermisse da nichts im geringsten, Mann. Und heute ist man sich nicht mal mehr sicher, ob's vier Nahrungsgruppen sind oder drei. Erzähl mal, Ryan. Was müssen die Leute tun, wenn sie im Lotto gewinnen? Naja, wenn es mehr als 50 Dollar sind, müssen sie anrufen und in unser Büro kommen. Also wisst ihr direkt, wer gewonnen und verloren hat? Ja, klar. Ich würde dir gerne ein Angebot machen. Ich höre. Sei doch nicht so ängstlich, Ryan. Du nennst mir die Namen der Gewinner. Ich kaufe ihnen die Lose ab mit 10% Aufschlag und wir beide haben etwas davon. Denk doch mal drüber nach, Ryan. Wir können nur gewinnen. Vielen Dank fürs Übernehmen der Gewinner-Hotline. Das ist echt ein Machtwerk des Teufels. Ja, kein Problem. Ich freue mich sehr, wieder im Außendienst zu arbeiten. Ganz wie früher. Oh Gott, so rührende Gewinner-Interviews. Bist du Masochist? Tatsächlich, Ryan. Laut meines Therapeuten bin ich Masochist. Aber ich stehe kurz vor dem Umbruch. Ich habe mich schon vom Masochisten zum Fußabtreter entwickelt. Oh, da ist noch Kräutertee, wenn du willst. Ja. Wann kriege ich einen Therapeuten? Hallo, BC Lotteriebüro. Hier ist die Gewinnerlein. Herzlichen Glückwunsch. Vier Zahlen? Okay, dann haben Sie gewonnen. BC Lotteriebüro, Gewinnerlein. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele Zahlen? Fünf Zahlen, okay. Nishong Daolao. Gina Hauma. Aha. BC Lotteriebüro, Gewinnerlein. BC Lotteriebüro, Gewinnerlein. Fünf Zahlen, okay. Oh, herzlichen Glückwunsch. Tun Sie mir bitte den Gefallen und geben mir Ihre Adresse.
Herzlichen Glückwunsch. Wie viele Zahlen? PC, Lotteriebüro, Gewinnerlein. BC Lotteriebüro Gewinnerlein. Ich kann Sie nicht so gut verstehen. Können Sie... Ja? Sie meinen Peak 6? Mit der Zusatzzahl? Herzlichen Glückwunsch. Das ist ein sehr hoher Gewinn. Wie heißen Sie? Mrs. Haworth. Ich muss mit dir sprechen. Okay, geben Sie mir 5 Minuten. Nochmals herzlichen Glückwunsch, Mrs. Haworth. Von wo aus rufen Sie an, bitte? Oh Gott. Also, hast du was zu schreiben? Hi. Was gibt's? Ich plane gerade den Betriebsausflug. Willst du mir helfen? Sind Sie wahnsinnig? Sommerfirmenausflüge sind schrecklich. Warum das denn? Weil jeder nach den ersten 15 Minuten sturzbetrunken ist und sich einredet, es sei alles ein totales Vergnügen. Doch dann merken sie, das Boot soll nach Bowen Island fahren, aber sie haben noch nicht mal English Bay verlassen und sie sind gefangen in der Grauzone zwischen Freiheit und Hölle. Und durch den Alkohol und die Wellen wird ihnen speiübel. Dann wird das Essen gebracht. Natürlich Muscheln im Speckmantel, mit viel Öl und Fett und Hähnchenflügel, die nicht mal alte Spelunken anbieten würden, plus der strenge Bunsenbrenner-Mief. Und dann die schreckliche Musik. Und die Musik ist immer schlimm, Alan. Und viel zu laut und alle fangen an zu tanzen und übergeben sich. Und der Trip ist noch nicht mal ein Viertel vorbei. Dann mutieren die älteren Männer zu Perversen und das Gefummel beginnt. Und alle fühlen sich elend und miserabel und sind neidisch auf all die Menschen, die an Land sind und das Glück haben, nicht dabei zu sein. Kaum an Land zurück, sind sie krank, verkatert, zu Tode gelangweilt und haben wahrscheinlich um 4 Uhr morgens eine so üble Lebensmittelvergiftung, dass sie sich wünschten, sie wären tot. Also, hilfst du mir? BC Lotteriebüro, Gewinnerlein. Hallo? Hallöchen. Ich habe gerade massenhaft Kohle gewonnen und ich würde die gerne von ein paar heißen Showgirls in einer Tweety-Reisetasche in meine Wohnung gebracht bekommen. Herrje, Bryce, ruf mich nicht hier an. Warum nicht? Hat es geklappt? Na klar, hat's geklappt. Sie hat mir das Gewinnerlos verkauft, ohne nachzufragen. Weißt du, Ryan, Menschen werden gieriger, wenn sie so aus heiterem Himmel Kohle kriegen. So wird durch eine einfache Transaktion aus viel fragwürdigem Geld ein sauberer Lotteriegewinn. Alles klar? Okay. Okay. Bist du etwa aufgeregt? Ja, ich bin etwas aufgeregt. Ganz ruhig, Ryan. Und übrigens, die offizielle Loshalterin des Hauptpreises ist eine Miss Keiko Hamada, eine bodenständige japanische Studentin, die in Kanada Englisch lernt. Kann Miss Hamada nicht selbst herkommen, um das Los entgegenzunehmen? Wir sollten ein Foto der Gewinnerin machen. Machen wir.
Ryan, für einen Typen mit einem Umschlag voll mit 20 Riesen könntest du besser drauf sein. Also, mein Vorschlag ist, kauf dir ein schönes kraftstoffsparendes Auto oder sonst irgendwas, damit du besser drauf bist, okay? Ryan, ich wollte nur... Was. Krieg ich bitte meine Zigarette? Gerechnet. Naja, ich dachte, vielleicht freust du dich hierüber. Wow, danke. Es ist wirklich schön. Ja. Eigentlich mag ich all deine Bilder. Oh, danke. Sie zeigen irgendwie alle etwas... Ich weiß nicht... Wunderschönes? Ich wollte sagen, hoffnungsvoll. Ah. Aber danke. Ja. Na klar. Irgendwann will ich alles zusammenstellen, ein Portfolio oder so. Geh vielleicht auf Reisen und mache noch mehr Bilder. Ja? Möchtest du was trinken? Oh ja, ich nehme gerne ein Wasser, wenn du eins da hast. Okay. Granny, wir haben Besuch. Oh. Ni hao, Mariah. Ni hao, Ma. Ei. Ich verbeuge mich gerade. Ist es richtig, das zu tun? Das ist eigentlich japanisch, aber wenn es sich gut anfühlt, mach's ruhig. Und wo ist Bryce? Arbeiten. Bryce hat viel mehr um die Ohren als Golfplätze. Wahrscheinlich ist er auf einem Parkplatz und stiehlt Autos von neureichen Yuppies. Das ist ein Scherz, oder? Oh! Hey, ist alles okay, alles okay. Granny, das ist nur Werbung. Granny verbringt den ganzen Tag damit, auf Einbrecher zu warten, um auf sie einzustechen oder sie mit Pfefferspray zu vertreiben. Sie ist eben knallhart. Wow. Vielen Dank. Aber gern doch. Drehst du eigentlich gar nicht im Moment? Doch. Ich muss Vancouver in Phoenix verwandeln. Oh. Meine schwierigste Aufgabe bis jetzt. Aha. Entschuldige die Unordnung. Ich bin gerade erst mit Granny hergezogen. Bryce gefällt's nicht, aber wir werden sehen. Habt ihr euch... Ich weiß es nicht. Was heißt das? Granny sagt, schöne Klamotten. Mehr oder weniger. Danke. Du hast nicht sehr lange gebraucht, um diesen Mustang zu kriegen. Schwer zu glauben, aber die Bezahlung bei der Gewinn allein ist gar nicht so schlecht, wirklich. Komm schon, Ryan. Bryce hat mir von seinem neuen Projekt erzählt und was ihr macht. Hat er? Macht ihr keinen Kopf? Wenn das jemand versteht, dann ja wohl ich.
Hey, sollen wir eine Runde mit deinem Auto drehen? Okay, klar. Ja. Den kleinen Wald da hinten. Das war Oregon in einem großen HBO-Kinderspecial diesen Frühling. Und siehst du das Geschäft gleich da vorne? Mhm. Das war Nordkalifornien. Wir haben extra eine Palme dafür angekarrt. Die Palme? Ja. Das ist diese 20 Fuß hohe Palme, die immer dann durch die ganze Stadt kutschiert wird, wenn wir etwas verkleiden müssen, das irgendwo vor Oregon liegt. Sie war in mehr Filmen als Jane Seymour. Ihr gebührt ein eigener Stern auf dem Hollywood Boulevard. Mein Bruder hat ein schönes Haus mit Familie und allem drum und dran. Er scheint etwas richtig zu machen. Er geht jetzt in die Internetbranche und verkauft besonders kundenfreundliche und lebensqualitätssteigernde Produkte. Und verschickt Spam-Mails über Penisverlängerungen? Oder für 0% Hausfinanzierungen? Ja, oder? Tja. Was? Was? Nichts. Was hat sie gesagt? Was? Ich soll mit Bryce Schluss machen und dich heiraten. Oh Mann, Ryan, ich höre ja schon, wie du rot wirst. Quatsch, ich... Bryce ist irgendwie... Was? Ich finde, er passt nicht zu dir. Naja, asiatische Mädchen suchen sich mit Absicht nicht-asiatische Freunde, um von ihren strengen, mächtigen Vätern loszukommen. Das habe ich nicht gemeint. Und wie das so ist, enden wir damit, nicht-asiatische Freunde zu haben, die die dominante Art unserer Väter spiegeln. Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht reicht es auch langsam. Ich glaube, deswegen bin ich zurück bei Granny. Ich war eine richtige Rebellin. Das war meine Methode, der zu zeigen, so nicht mehr. Aber jetzt ist die Rebellin weg. Ich bin über 30 und habe ein hässliches Tattoo mit einer Bulldogge, die Zigarre raucht, über dem Po. Und Klamotten, die aussehen wie Überreste vom Kleiderfundus. Du bist über 30? Danke fürs Kompliment. Ich denke, es ist Zeit zu gehen. Das ist für den HBO-Film Big Sur 66. Es geht um Bären mit mutiertem Hunter-Virus, die aus einer Forschungsanlage ausbrechen und vom Leben verwöhnte Schnösel terrorisieren. Werden die Filme mit der Zeit nicht alle zu einem einzigen großen Film? Mhm.
Hey, guck mal, die Palme. Es war mir eine Freude. Bis bald. Danke, Ryan. So einen schönen Tag hatte ich schon lange nicht mehr. Ruf mal wieder an. PC, Lotteriebüro, Gewinn allein. Ich glaube, ich habe gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, wie viele? Ich habe 6 richtige. Alle 6 Zahlen? Ja, ich glaube, ja. Und auch die Zusatzzahl? Ja, genau. Ein sehr hoher Gewinn, toll gemacht. Hi, ich bin's. Wer denn sonst? Hi, Süße. Ich hätte gern meine Gewinne. Der Mustang fährt sicher richtig toll. Oh, hi, du warst... Die Party? Ach, egal. Ich wollte immer schon mal wissen, wie das wohl ist. Tja... Willst du mit mir mal eine Runde drehen? Nein. Okay. Sollen wir zu mir nach Haus? Hi. Ryan. Oh, hi,
Ryan. Was ist das? Nur die Slutcam-Website. Marsha, was machst du bei einer... Slutcam. Bei einer Slutcam? Oh, hi, Ryan. Hi, was machst du bei einer verdammten Slutcam? Sei doch nicht so prüde, als ob du dich nicht mit Internetpornos auskennst. Darum geht es nicht, Marsha. Was machst du bei einer Slutcam? Ich wohne mietfrei, solange ich mein Outfit viermal am Tag wechsle. Plus einen gehörigen Anteil der Werbeeinnahmen, die natürlich von den Klicks abhängen. Viermal am Tag? Was? Schließt das die Nächte mit ein? Ja, tut es. War ich auch bei der Slutcam, Marshall? Ja, ja. Das war das Geschäft. Zudem bekommt mein Service Provider viel mehr Klicks aus der B-Szene nur durch dich. Wie bitte? Ryan, glaubst du wirklich, ich könnte mir bei meinem Zahnarzthelferin-Gehalt so eine coole Wohnung leisten? Wo lebst du denn? Schaust du mir gerade zu? Ja, das tue ich. Gut, dann. Sieh mal. Ich muss raus hier. Ryan. Danke. So ein Zufall. Ja. Ich dachte, du wärst abgehauen. Wolltest du dich anrufen? Ja, ich war nur sehr beschäftigt. Mhm. Ja, dem Knutschfleck nach zu urteilen, würde ich sagen, ziemlich beschäftigt. Naja, weißt du, mein Leben hat sich etwas unerwartet entwickelt. Und sonst geht's dir gut? Ja, auf jeden Fall. Nur manches läuft etwas komisch gerade. Im Lotto zu gewinnen war ein großer Traum von mir. Es ist wie... Oh ja, wie eine Achterbahnfahrt. Meine Schwiegermutter stürzte sich auf mich wie eine Krähe. Sie wollte, dass wir ein neues Dach für ihre Schrottmühle kaufen. Die Kinder hatten plötzlich ganz viele neue Freunde. Und fingen an, richtig harte Drogen zu nehmen. Natürlich mussten sie auch für die Drogen ihrer neuen Freunde blechen. Dann flogen sie von der Schule. Meine Tochter zog mit meiner Schwiegermutter ein, betete unentwegt und wurde schwanger. Mein Sohn wollte mit zwei anderen besoffenen Jugendlichen einen Mazda Miata klauen und baute dabei einen schweren Unfall. Das einzig Gute bei all dem ist der BMW in der Auffahrt. Grandioser Wagen, mein kleiner Liebling. Die
Leute können nicht mit Geld umgehen, das sie nicht verdienen. Sie haben Nervenzusammenbrüche, Familienzerbrechen und... Es ist einfach zu sagen, dass haufenweise Geld das Leben der Gewinner versaut, aber weißt du, es ist so. So ist es. Es ist so. Sie gehen immer weiter, werden gieriger und wollen immer mehr. Klar, ein paar wenige verkraften es, ohne dass ihr Leben kaputt geht. Aber anstatt sie das Geld nutzen, um sich mal eine Auszeit zu nehmen oder etwas Sinnvolles für die Welt zu tun, hängen sich solche Gewinner lieber sündhaft teure Bilder von Shania Twain an die Wand. Und sie kaufen sich bescheuerte Autos. Schön, dich wiedergesehen zu haben, Ryan. Bestell Bryce schöne Grüße. Was meinst du? Hat er es dir nicht erzählt? Ich habe endlich Schluss gemacht. Jetzt mit einem Drummer zusammen. Der Typ hat ein Tattoo von der Schulter runter bis zum Schienbein. Tut mir leid! Du kannst froh sein, dass du die Alte los bist. Stell dir vor, du wärst in sie verknallt gewesen. Das ist es nicht. Es geht um was anderes. Es ist Ming, erinnerst du dich? Ich hab sie wiedergesehen. Ach ja? Mhm. Dann nichts wie ran. Ich glaube, da habe ich meine Chance verpasst. Es ist schwer, neue Leute zu treffen, je älter man wird. Alle sind bereits vergeben und haben Kinder. Und sind verbittert. Wieso verbittert? Entspann dich, Mann. Ich bin nicht verbittert. Raffst du es nicht? Mann, wir sind mittendrin. Weltgrößtes Angebot an Bräuten. Sieh mal da hinten. Erdverbundene Baumpflanzerin mit starken Rücken vom ganzen Bücken. Drei Heathers aus West Van sind auf der Suche nach so reichen Mackern wie dir. Nicht meine Liga, Mann. Gott, ich liebe Vancouver. Hey, Bruder, was musstest du für das ganze Geld alles machen? Wovon redest du denn? Die Klamotten, das Auto. Ich verkaufe Namen und Adressen des Gewinnerlosinhabers an die japanische Mafia und sie kaufen es dem Gewinner ab für den Gesamtwert plus eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr. Du arbeitest mit Bryce Kleiner, oder? Hast du einen siebten Sinn oder so? Woher kennst du die ganzen Leute immer? Okay, Dumpfbacke. Ich kenne sie zwar, aber du lässt dich mit ihnen ein. Es ist unwichtig, wem ich was verkaufe, aber ich lade sie nicht zu mir zum Essen ein. Übrigens, ich habe ein paar Einheiten in Haus verkauft. Das wurde auch Zeit. Die Kommunisten waren unfreundlich zu ein paar Kapitalisten aus der Südprovinz und wumms, plötzlich befindet sich mein Gesicht auf einer Busbank. Hey, verhalten sich Mom und Dad neuerdings komisch? Was meinst du damit? Hey,
in den Hinterkopf! Oh. Das ist so eine verkehrte Welt, mein Kopf platzt gleich. Wir hätten uns nicht die ganze Nacht da behalten müssen. Die Cops wollen uns nur schikanieren. Wir haben niemandem was getan. Genau. Die sollen sich um die richtigen Drogendealer kümmern, die sich ständig Heroin drücken. Genau. Was ihr getan habt, ist ein schweres Verbrechen. Ihr dürft nie wieder in die Vereinigten Staaten. Du meinst, wir können nie wieder eine Shoppingtour zum Liz Claiborne Outlet machen? Wir kommen schon über die Grenze. Als wenn sie so alte Knacker tragen wie uns. Gerade erst diese tolle Digitalwaage gekauft. Das Schlimmste, was wir kriegen könnten, ist eine 2000 Dollar Geldbuße und eine Verwarnung. Dann Ich wollte nur mal kurz Hallo sagen. Oh, okay. Dann komm doch rein. Ein Orangenbaum. Ja. Für mich? Wärst du eigentlich für deine Granny. Oh, hi. 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 Ich dachte, das macht man so bei... Chinesen so. Ich dachte, ein netter chinesischer Brauch. Cool, ne? Sieh mal, die kleinen Baby-Orangen, total süß und du fühlst dich wie ein Riese. Hier, bring sie. Okay. Und, wie läuft der Job? Gut! Schon etwas verrückt. Ich weiß nicht genau, ob's wirklich gut ist für mich. Wie geht's dir? Ah, gut, glaube ich. Erleichtert. Ich konnte meine Augen nicht länger verschließen und mir einreden, ich wäre ganz schuldlos. Das war mir zu anstrengend. Naja, Bryce ist derjenige, der nicht wirklich moralisch handelt. Ach, und du bist Mr. Unschuld in Person? Was meinst du denn? Ich meine... Obwohl ich Bryce helfe, mit Losbetrug Geld einer japanischen Gang zu waschen, habe ich das Recht, über andere zu urteilen. Ryan, du bist kein Deut besser als irgendwer sonst. Ja, aber... Ist so, Ryan. Du bist korrupt. Das ist okay. Irgendwann trifft's jeden. Okay. Der Losbetrug tut aber keinem weh. Ich weiß nicht mal, ob's illegal ist. Klar, ich könnte gefeuert werden, aber was soll's? Außerdem würde es ohnehin nicht rauskommen. Hör dir mal selbst zu, Ryan. Du redest wie ich vor 5 Jahren, als ich ihn das erste Mal traf. Ryan!
Besser, Haber. Granny fragt, möchtest du einen Tee? Ja, gerne. Danke. Sollen wir eine Runde drehen? Nach dem Tee oder vielleicht etwas essen gehen oder so? Klar, ich frag sie. Ich meinte eigentlich, ob du mitkommen willst. Mit mir. Fragst du mich etwa nach einem Date? Naja. Ich will dich nicht daten, Ryan. Das wäre ein Schritt zurück. Ich will nicht zurück. Ich will Veränderung. Ich bin kein korrupter Mensch. Ich will nur klarkommen. Verstehst du? Du solltest jetzt gehen. Ich muss noch den ganzen Filmkram in den Keller bringen, bevor Granny mich noch rauswirft. PC-Lotteriebüro, Gewinnerlein. Ja, hi, ist da die Mittelstand-Gierhals-Hotline? Ich suche den Gewinner des Pick-6-Gewinnspiels, der durch den Verkauf von Aloe-Vera-Produkten gerne etwas Taschengeld dazu verdienen würde. Herzlichen Glückwunsch. Fünf Zahlen? Wow, ja, Sie ja, haben gewonnen. Right, das reicht jetzt auch. Ich bin draußen. Die Woche war wirklich anstrengend. Also lass uns das bitte schnell abwickeln. Hallo? Ich sag dir eins, verarsch mich nicht. Hallo? Ich hab gar keine Lust auf diesen Scheiß, also tu nicht. Eine Vorwarnung. Ich hoffe, du hast eine Dankesrede vorbereitet, denn der Preis für den besten Mitarbeiter kommt zuerst. Du machst uns stolz, mein Junge. Wirklich stolz. Willkommen zu unserer 12. alljährlichen Bootstour. In Kürze werden die Preise für die erfolgreichsten Mitarbeiter verliehen. So, aber jetzt erstmal viel Spaß beim Tanzen, ne? Und natürlich guten Appetit. Mögen die Muscheln bekömmlich sein. Ja? So, und jetzt einfach mal schön den Wimpern baumeln lassen.
Hey. Hi. Verrückter Draufgänger. Tapfere Flucht. Ich glaube, alles, was ich jetzt sagen könnte, würde falsch rüberkommen. Zumindest musst du dir keine Gedanken machen, ob die hier falsch oder echt sind. In den vergangenen Wochen habe ich echt geglaubt, ich wäre Superman. Tja, wir alle wollen irgendwann mal Super-Überflieger sein, wenigstens einmal im Leben. Mein eines Mal hat sich ein paar Jahre zu lang hingezogen. Ich hatte da keine Lust mehr drauf. Zumindest hast du es weitergebracht als ich. Ich habe mich noch nie im Leben so schlecht gefühlt wie in den letzten paar Wochen. Und als ich gestern gegangen bin... Ich werde nicht mehr für Bryce arbeiten. Es reicht mir, ich bin durch mit den Betrügereien. Sicher? Mhm. Hast du es ihm erzählt? Er hat eine Ahnung. Ming, ich will auch keinen Schritt zurück machen. Ich will nichts von dem, keinen Bryce, keine Gewinner, keine Immobilien von meinem Bruder. Was willst du denn? Das ist nicht wahr. Der alte Drecksack. Mist. Ich weiß, wo er hingeht, wenn er sich über etwas klar werden will. Ja, ich glaube, ich weiß das auch. Bauen wir keinen Unfall. Au! Hey! Was soll das, Mann? Was willst du denn? Ich bewerfe dich nur. Au! Bryce, hör auf damit, okay? Nein, dir die Zahlen und Adressen zu geben, war schäbig und hat mich zum Drecksack gemacht. Ich werde das nicht mehr machen. Bist du bescheuert? Mach dir klar, Ryan, Drecksack bleibt Drecksack. Du kannst den Drecksack in dir nicht einfach abschalten, nur weil dein Gewissen ein bisschen muckt. Spinnst du? Bryce, gib ihm sein Auto wieder. Nein, nein, lass mal, behalt die Kiste. Hier, damit kannst du besser starten. Ist er nicht kraftstoffsparend genug für unseren Ich-steh-auf-Kajaks-Umweltburschen? Weißt du was? Nimm die dazu. Das ist Leder von Kühen aus festen Ställen. So konnte kein Stacheldraht das Gewebe zerkratzen. Ja, bitteschön, sie ist verflucht. Bin ich ein Loser, der in einer Gameshow Trostpreise bekommt? Hä? Meinst du das ernst? Du solltest echt zugreifen, sonst bleibt sie da liegen und verrottet. Jungs! Hört auf! Sofort ab damit! Bryce? Scheiße, Bryce! Hört auf! Guck mal, guck! Oh, Scheiße!
Was machen die hier? Oh, Scheiße, Ming. Die sind hier, weil ich mein Versprechen nicht gehalten habe. Und jetzt lässt mich dieser Zahlenspitzel hier hängen. Und ich sitze auf dem Sack voller toter Katzen. Was? Habe ich mir ausgedacht. Heißt so viel wie... Ich habe nur noch einen Sack Scheiße. Ich bin geliefert. Fand das hört sich cool an und chinesisch. Und oh Mann. Ich glaube, ich muss weg. Allerdings. やつどくんか? 俺たちのティータイムは3時ですぜ。 Du hast keine Ahnung, wo wir hinfahren, oder? Ist das wichtig? Was für ein wunderschöner Tag. Wirklich? Ich wollte sagen, hoffnungsvoll.